Moin Leute, in diesem Video will ich mal heute den Rasenrakel checken. Ich habe ja einen selbstgebauten und noch so ein paar andere. Ich möchte diesen mal checken, weil er ein bisschen kleiner ist. Auch werde ich in dieser Saison so ein bisschen Terrassenhopping machen, weil jede Terrasse hier eigene Probleme hat. Ich habe ja diese großen Flächen und ich habe viele kleine Flächen. So, und damit fange ich heute mal an, weil eine Fläche hat so ein paar Feuchtigkeitsschäden vom Winter. Und den habe ich eben aerifiziert, Saat drüber gepackt und jetzt wird das Ganze nochmal gesandet und mit dem Rasenrakel verteilt. Noch einmal ein bisschen persönlicher Kummer von mir. Ich habe investiert, hier Funkmikro, Ton wird immer bemängelt. Ich habe investiert in eine neue Kamera, 4K-Kamera mit einem Gimbal, der ist jetzt nicht an, aber es war neu, es rutschte mir ab. Und ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Es knallte aufs Objektiv. Ich sag nur das Wort mit SCH. Ja, um diese Rasenfläche dreht es sich heute. Zur linken Seite, da wurde neu angesät. Und vorne, auf der rechten Seite, unten an der Ecke, sind Feuchtigkeitsschäden entstanden. Ein Pilz hat den Rasen dort vernichtet. Ich habe das rausgekämmt mit dem Fächerbesen und bereits Nachsaat drauf geworfen. Hier wurde die Terrasse um 40 cm verbreitert. Das Ganze passierte schon bereits im Herbst letzten Jahres. Auch hier ist die junge Saat durch die Feuchtigkeit kaputt gegangen. Ich werde den hier jetzt mit Sand noch einmal ausgleichen und auch hier habe ich bereits Nachsaat geworfen. Ja, da hinten parkt mein Swarty, mein Swartman. Mit denen habe ich dann die Nachsaat einmal in den Boden hineingedrückt. Also, der Boden wurde aerifiziert, nachgesät und logisch vorher gemäht. Vor 8 Tagen habe ich ihn bereits gedüngt und das soll eben helfen, dass sich der Rasen nach dem Sanden wieder schneller erholt und sich durchsetzt. So, jetzt laufe ich erstmal in die Garage und hole ein bisschen Sand hoch. Rasensand und der Level Rake oder der Rasenrakel, will er ja genannt werden, sind jetzt oben. Wir können schon erkennen, ich kann hinterher auch gleich Golf spielen. Rasensand, ja, Rasensand habe ich genommen. Für die Interessierten, hier steht die Körnung drauf und auf der Verpackung findest du halt auch, was du vorher zu tun hast. Eben auch den Rasen runtermähen. Ich hatte mal ein Video oben, da habe ich Spielsand genommen. Bei dem Spielsand hat man mir versichert, da ist kein Ton drin, da ist kein Lehm drin. Wird ja eigentlich genommen, weil Spielsand soll ja backen, damit die Törtchen, die die Kinder backen, eben nicht gleich auseinanderbröseln. Wo war der Fehler? Ganz einfach. Stattdessen haben die zwar nur 2%, aber die haben Silikonöl dort mit reingenommen. Und das ist letztendlich, auch wenn es nur 2% sind, kontraproduktiv. Denn wir wollen ja auch durch das Sanden, ich sag mal, einen kleinen Kanal schaffen, ja, eine Art Drainage, damit die Feuchtigkeit, Nährstoffe, alles besser an das Wurzelwerk gelangt. Also bitte macht es mir nicht nach, nimmt keinen Spielsand, ja, kauft euch lieber Rasensand, der kostet mehr. Ihr bekommt den aber auch in großen Mengen geliefert, im Internet findet man das oder viele erzählen mir, sie bekommen ähnliche Produkte gleicher Qualität in einer Kiesgrube. Habe ich hier nicht in der Nähe, habe nicht meine Anhängerkupplung, ich muss leider weiterhin die Säcke schleppen. Ja, beim Rasenrakel etwas verspielt steht die Internetadresse www.rasenrakel gleich nochmal mit drauf. Aber auch solche kleinen verspielten Geschichten, oh, die finden bei mir halt manchmal Anklang. Ein Stiel muss man sich allerdings selber basteln, der ist bei der Lieferung nicht dabei. Und ich habe mir 2 in unterschiedlichen Längen gemacht. Nicht, weil ich meine Kinder arbeiten lassen möchte, nein, aber wenn ich auf schmalen Terrassen arbeite, wo ich mit einem Langstiel viel zu schnell an die Hecke stoßen würde. Genau dafür ist der Kleine. Jo, frisch montiert, nun geht auch schon los. Ich habe hier auf diesen 10 Quadratmetern so circa 50 bis 70 Liter Sand eingeplant. 70 lang, 50 habe ich erstmal oben. Wollen wir mal gucken, ob das langt. Jo, 50 Kilo sind ein bisschen piefig. Das langt nicht, weil ich will ja auch bis nach da hinten gehen.
noch mal rasch den Keller einen hochholen. Ihr hört, ich atme schon ein bisschen schwerer. Das wird sich nicht verbessern. So, und nun geidert auch schon los. Hab jetzt hier den kleinen Stiel drauf. Hier wäre natürlich der große angebracht. Und nun komme ich mal bis vor, bis an die Kamera. Wunderbar. Nun will ich mal ein bisschen dichter rangehen, damit ihr auch seht, was passiert, wenn ich mal hier so eine kleine Ecke. Logisch gehen wir hier auch wieder längs und quer. Also definitiv macht ein langer Stiel beim Rakeln mehr Spaß. Aber wie gesagt, ich hätte ja sonst hinten meine Probleme. Spätestens hier. So, ich komme noch mal rein. Okay. Das flutscht eigentlich ganz gut. Sand sammelt sich in den Kammern. Das ist aber nicht schlecht. So, gucken wir uns den doch mal von der Nähe aus an. Die Maße findet ihr auf der Homepage. Was schön ist, er ist kein Meter. Ich glaube, das liegt irgendwo bei 80 cm breit. Er hat hier ein U-Profil. Schöner hätte ich es gefunden. Hier steht er hoch. Hier hätten wir einen weiten Winkel, ja, und hier hätten wir einen weiten Winkel, weil durch diesen Weitwinkel rutscht er beim Leveln besser in die nächste Kammer und das Ergebnis wird schneller etwas besser werden. Ja. Hier passt jeder Besenstiel rein, den müsst ihr bloß vorher einmal zerbohren. Und ja, lässt sich gut arbeiten. Ich sag mal, das Gerät wird 100 Jahre halten, also schon ordentliches Material verarbeitet. Auch auf der Rückseite ist es wichtig, dass es mega, mega glatt verarbeitet ist. Hier sehen wir, hat er alles nochmal glatt gemacht. Also ich habe keinen Grund zu meckern. Ich werde jetzt nochmal den Rasen zu Ende leveln und mal gucken, ob mir noch was Negatives auffällt oder nicht. Oft werde ich gefragt, brauche ich denn so einen Rakel? Und da muss man ehrlicherweise dazu sagen, nö, das kannst du auch wunderbar mit der Rückseite vom Besen, mit einer Gummilippe, kannst du das verteilen. Nur durch die verschiedenen Kammern, die er hier hat, ja, hüpft der Sand immer von einer Kammer in die andere. Und das, ja, macht das Ergebnis besser und ebnet den Boden besser. Jetzt kann man auch beigehen und die Halme hochholen mit einem Besen beispielsweise oder mit einem Handwerkdekortierer, aber damit macht man das Geebnete ja gleich wieder kaputt. Es sieht zwar immer scheiße aus danach, aber in 2 Wochen ist nichts mehr davon zu sehen. Die Nachsaat wird aufgehen. Die Sandkiste ist dann verschwunden. Der Boden ist relativ eben. Und wir freuen uns über richtig geilen Rasen. Kleines Fazit zum Rasenrakel. Der ist wirklich solide verarbeitet und er ist nicht so breit wie die anderen, aber dafür ein Stückchen tiefer wie die anderen. Auf dieser kleinen Fläche ideal. Und ich bin auch sicher, dass er auf der Anlage, auf der großen Fläche, super Ergebnisse erzielen wird. Dann allerdings mit Langstiel, weil der kurze, damit ist nicht schön zu arbeiten. Ne? Also ich sag mal 1,80, 1,90 sollte der Stiel schon haben. Ich habe Körperlänge 1,80, dann passt das. Der Kleine, da komme ich mir vor wie so eine bucklige Hexe. Kaufempfehlung kriegt er von mir. Gewicht, das Eigengewicht ist auch nicht zu hoch. Und dadurch lässt er sich halt wunderbar auf jeden Rasen halt bewegen. Das Einzige, was immer ein Nachteil ist, das ist die Optik danach. Und auch zu wissen,
dass man mit der Arbeit noch längst nicht fertig ist. Da wartet also noch einiges auf mich. Also, bis zum nächsten Mal. Euer New Wonder. Ciao.